Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt eine Rasenfläche angelegt bzw. Rasen ausgesät und der ist jetzt nur lückenhaft angewachsen. Das ganze Rasenbild sieht einfach nicht gut aus. Woran liegt das, dass einfach der Rasen nicht gleichmäßig angewachsen ist? Ihr habt jetzt auch schon eine Weile abgewartet und da kommt nichts mehr. Was ist falsch gemacht worden oder woran kann es liegen, dass das passiert? Das möchte ich euch in meinem Video einmal erklären. Vorher habe ich noch ein ganz kleines Anliegen in eigener Sache. Ich erreiche erfreulicherweise sehr, sehr viele Zuschauer mit meinen YouTube-Videos. Leider haben aber nur ca. 2% der Zuschauer auch meinen YouTube-Kanal abonniert. Deshalb meine Bitte an euch, um mich ein bisschen zu unterstützen, damit ich weiterhin hier Videos für euch machen kann auf YouTube. Abonniert gerne meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist auch kostenlos und ihr helft mir mit wirklich wahnsinnig hier auf YouTube weiter. Und außerdem freue ich mich auch sehr darüber. Jetzt legen wir aber los. Ich werde euch sagen, woran es gelegen hat oder woran es liegen kann, wenn der Rasen einfach nur lückenhaft anwächst. Manchmal ist es so, dass man selber gar nicht viel falsch gemacht hat. Man hat alle Punkte beachtet, trotzdem will der Rasen nicht so richtig anwachsen. Ja, häufig liegt es dann tatsächlich an der Auswahl des Rasensamens. Hier gibt es zwei Dinge zu beachten. Der Rasensamen sollte nicht zu alt sein. Bereits nach 1 bis 2 Jahren nimmt die Keimfähigkeit immer weiter ab, bis er irgendwann fast gar nicht mehr keimt. Deshalb nehmt eigentlich immer am besten frischen Rasensamen. Rasensamen ist gar nicht ganz so teuer und da würde es sich auf jeden Fall lohnen, dass man den, wenn man eine Rasenfläche anlegen möchte, in jedem Fall neu kauft. Was auch wichtig ist zu beachten, dass nicht der günstigste, ein Rasensamen minderer Qualität ausgewählt wird. Spart hier nicht unbedingt zu doll, weil ihr fangt sonst zweimal an und müsst dann vielleicht sogar die doppelte Menge an Rasensamen kaufen. Am Ende ist es teurer und ihr habt mehr Arbeit gehabt. Kauft einen qualitativ hochwertigen Rasensamen. Ich kann euch da in der Videobeschreibung mal 2, 3 Beispiele verlinken, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Aber nicht das billigste Zeug einfach aus dem Discounter kaufen. In der Regel hat man damit nicht wirklich so gute Ergebnisse erzielen können. Häufig keimt weniger Rasensamen dort und dann kann es natürlich zu einem ungleichmäßigen Anwachsbild kommen oder halt auch zu den gerade eben genannten Lücken im Rasen. Wichtig ist natürlich auch, dass man den Rasen gleichmäßig aussät. Häufig ist es so, dass man das mit der Hand gar nicht so gut kann. Dann entstehen oftmals so Haufen, wo der Rasen relativ dicht liegt, der Rasensamen, und dann mal wieder, wo viele Lücken drin sind, wo nichts ist. Dementsprechend sieht es natürlich nachher auch aus, wenn der Rasensamen anwächst. Deshalb benutzt besser ein Streugerät oder einen Streuwagen, um den Rasensamen auszubringen. Da ist auch gewährleistet, dass immer die Menge an der Bodenfläche ausgesät wird, die am Ende auch benötigt wird. Wichtig ist natürlich auch, wenn der Rasensamen dann ausgestreut ist, dass vorher der Boden richtig bearbeitet wurde. Wenn der Boden einfach zu fest ist, wenn ihr einen richtig knüppelharten Boden habt, dann kann der Rasen da sich nicht reinwurzeln. Er wird vielleicht durch den nächsten Regenguss einfach weggespült. Oder wenn ihr selber den Rasen bewässert oder die Fläche bewässert, wo der Rasen ausgesät wurde, werdet ihr auch den Rasensamen wegspülen. Deshalb wichtig, neben dem gleichmäßigen Aussehen ist auch, der Boden sollte vorbereitet sein, er sollte aufgelockert sein, er sollte nährstoffreich sein. Wenn nämlich gar keine Nährstoffe vorhanden sind, dann kann der Rasen auch dementsprechend schlecht anwachsen. Und der Rasensamen sollte hinterher auch eingehakt bzw. angedrückt werden, damit ihn die Vögel nicht so einfach wegpicken können oder er auch durch einen Regenguss dann einfach weggespült wird. Durch das Wegspülen von Regen zum Beispiel ist es so, dass der Rasensamen häufig so in kleine Häufchen gespült wird, wo kleine Senkungen im Boden drin sind, und dann habt ihr da eine richtig enge Rasenfläche und woanders sind einfach nur Lücken drin. Deshalb achtet einfach darauf, dass das nicht passiert. Wichtig natürlich auch, dass der Boden gleichmäßig und eben ist. Wo nämlich einfach Senken sind, wird sich dann nachher der Rasensamen bei stärkeren Regenfällen einfach auch sammeln. Der nächste Grund kann sein, warum der Rasen einfach lückenhaft angewachsen ist, dass ihr nicht richtig bewässert habt. Ihr solltet das Erdreich immer gleichmäßig feucht halten. Wenn der Rasen erstmal gekeimt hat und der trocknet dann aus, dann ist es häufig zu spät. Wer dann wieder einige Tage später nachgießt, und dann kommen vielleicht die Nachzügler noch von Rasensamen, die dann keimen, die wachsen dann vielleicht wieder an, weil ihr euch dann doch regelmäßig um die Bewässerung kümmert. Aber das alles, was schon kaputt gegangen ist an Rasensamen, da wird dann nichts mehr kommen und da entstehen dann die Lücken. Von daher wässert bitte gleichmäßig von Anfang an eure Rasenfläche. Am besten macht ihr das, wenn ihr das mit einem Gartenschlauch unbedingt machen wollt, mit einem relativ feinen Wasserstrahl oder hier mit so einem Rasensprenger einfach. Nehmt bitte nicht jetzt den Gartenschlauch auf die höchste Stufe machen und versuchen dann irgendwo in den weiteren entfernten Ecken, weil der Gartenschlauch nicht ausreicht, den Rasen zu bewässern. Das Wasser fällt einfach zu hart runter, spült den Rasensamen weg. Auch da entstehen dann
Lücken. Das wäre also eine falsche Wässerung. Besser ist auf jeden Fall, gleichmäßig und regelmäßig zu wässern. Wenn es natürlich regnet, dann braucht ihr das nicht machen. Dann lasst es die Natur für euch erledigen. Dann spart ihr Geld und auch Zeit. Aber achtet halt darauf, dass die Rasenfläche nicht austrocknet. Ja, last but not least ist auch der Zeitpunkt, der ist nämlich auch ganz wichtig. Es wird häufig zu früh angefangen, manchmal aber auch zu spät. Ja, wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt für ein Rasen aussehen, ob es jetzt Nachsehen ist oder auch die Rasenfläche neu anzulegen? Wer es unbedingt im Frühjahr machen will, dem würde ich sagen ab April, besser Mitte April oder auch Mai. Danach muss man aufpassen, da kann es dann zu warm werden, vielleicht auch zu trocken werden, dass ihr einfach zu viel selber wässern müsst. Im April haben wir noch ausreichend und im Mai auch ausreichend Regen oder auch Feuchtigkeit am Morgen gerade, was sich über Nacht gebildet hat, wo die Rasenfläche gleichmäßig feucht ist. Das heißt, ihr habt weniger Arbeit. Aber der allerbeste Zeitpunkt, eigentlich eine Rasenfläche anzulegen, ist im September. Da ist es noch warm genug, es ist feucht genug vom Boden und es ist noch genug Zeit zum Winter, dass der Rasen auch wirklich gut und kräftig anwachsen kann. Wer jetzt zum Beispiel meint, er muss im Februar oder März seinen Rasensamen ausstreuen, ja, der wird sich oder wird relativ schnell feststellen, dass sich die Vögel freuen. Die kommen jetzt alle gerade wieder, die sind hungrig und die freuen sich natürlich, wenn sie den Rasensamen einfach so von der Erde abpicken können. Ja, das waren eigentlich die Gründe, warum die Rasenfläche lückenhaft anwächst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal, das Ganze ist für euch kostenlos und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!